Okay, erzähl. Also hier hat man die App, genau, das ist das Gerät, das ist momentan aus. Hier hat man dann die App auf Steuern auf Kannst du dem es direkt da dran Menüpunkt. halten, dass man das vielleicht beides sehen kann? Ja, Also perfekt. man hat hier mehrere Menüpunkte. Wenn man die App öffnet, kommt man einfach auf das. Und das Smart Plug kommst du, also das ist das Ladezeichen, kommst du erstmal auf den Knopf generell. Hier kann man gleich sehen, wenn das ist jetzt aus, jetzt klickt ihr auf an. Hier lädt es ein bisschen, dann kommt hier das Licht direkt und die Station, die wir angeschlossen haben, lädt. Dann kannst du darauf off klicken. Dann ist es einfach aus. Wenn ich zurückgehe, dann kann man hier auch noch zwei Dinge auswählen, und zwar das Wohnzimmer, die Szene für das Aufstehen. Das heißt, einfach nur wählen, du kannst irgendwo draufklicken. Hier habe ich jetzt eingestellt, dass es in 10 Sekunden wieder angeht. Ich habe einen Timer gesetzt, wenn ich auf dieses klicke, dass es jetzt wieder angehen sollte. Ah, okay, Fehler beim Aktivieren anscheinend. Ah, okay, wenn ich hier draufklicke, dann kommt anscheinend der Timer, den ich eingestellt habe. Ich storniere den jetzt mal kurz. Gehe auf das Wohnzimmer. Hier kann man dann erstmal ein Bild hinzufügen. Dann möchte ich das Gerät hinzufügen. Ich habe hier nur den einen Smart Plug. Benutze den und dann kann man entscheiden, was ausgeführt werden soll, ob es an oder aus soll. Dann sage ich einfach mal an. Und dann kann man auch noch auswählen, wann. Also in wie vielen Sekunden. Dann mache ich einfach mal 5. Und klick Speichern. Wenn ich dann aufs Wohnzimmer klicke, dann zählt er hier runter die Sekunden. Und in der Sekunde sollte es genau dann Oh, angehen. perfekt. So, dann kann man auch noch hier einige Sachen hinzufügen. Ein Gerät, eine Szene, also wahrscheinlich dann sowas wie Schlafzimmer oder was auch immer. Und dann auf den Smart Plug. Also an und Kann für man auch sich einen einfach. Timer einstellen noch. Da könnte ich jetzt sagen, von wie viel Uhr bis wie viel Uhr das an soll oder aus soll. Sehr cool. Und wenn ich das Gerät jetzt ohne Handy bedienen will, ohne App, wie mache ich das? Kann man einfach auf den Knopf, da ist auch nochmal ein kleines Auszeichen drauf, draufdrücken, dann geht's aus. Oder wieder draufdrücken, geht's wieder an. Perfekt. Vielen Dank.